country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Ja, hallöle, jetzt geht's auf zu. Wo muss ich jetzt hin? Die Don Raphael-Statue holen. Bläh. Gut. Auf geht's. Zu dem perversen Bürgermeister. Warum er pervers ist? Hihi. Das werde ich euch gleich mal demonstrieren. Aufgepasst. Thought it was somewhere around here. Ah ja, okay, der findet seinen eigenen nicht. Kleiner Perversling. Okay. Gut, jetzt soll ich den Jade-Raben. Jade-Rabe. Das reimt sich fast. Fast. Ach ja, habt ihr mein neues Opening gesehen? Juhu, ich habe nicht ein Opening hingekriegt. Das reimt sich. Genau, das habe ich das auch genommen. Weil ich den Song irgendwie geil fand. Ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Ich kann nicht gleichzeitig reden spielen. Ich versuch's, aber es ist nicht wirklich leicht. Ich bin kein Multitasking-Talent. Ich bin ja auch männlich. Lukas, halt dich zurück mit deinem Kommentar. Bist du dir sicher oder irgendwie sowas? Wirst du bestimmt darunter schreiben wollen. Und jetzt erst recht. Okay. Da lang. Sind wir richtig? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir richtig sind. Ja, ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt nach rechts gehe. Genau, im tiefen Dschungel. Oh, na toll. Komm bitte, komm. Nein, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ja. Haha, Loser. Loser. Okay, hier den Jade-Raben einfügen, einsetzen, reinschmeißen. Also ich glaube, das nächste Mal melde ich mich überall mal ab, wenn ich das nächste Mal ein Let's Play anfange. Das nervt mich MSN schon wieder. Okay. Hier sind ein paar Rätselchen zu lösen. Hier zum Beispiel. Wusch. So geht's weiter. Das macht Spaß. Hier, das macht richtig Spaß. Da muss man das Wasser mit jedem Block verdecken. Zum Glück nicht alle Löcher. Keine Sorge. So lange dauert's nicht. Und irgendwann. Ich glaube nach diesem hier. Hat. Ja. Geht der Felsen da hinten. Flöten. Ja, na klar. So kommen wir jetzt aber leider nicht da vorbei. Da muss man ein bisschen umdenken und hier, wusch, einen Block wegschieben. Jetzt kommen wir hier vorbei. Ja, okay. Man muss ein bisschen umdenken. So, an dem Baum hier, ja. Und es geht weiter. Und hier muss man kämpfen. Okay, bin nämlich am besten. Bombette. Das ist eine sehr gute Idee. Kann die Bodenexplosion. Das war noch eine noch geilere Performance als davor. Dieter Bohlen wäre stolz. Ja, das war eine mega geile Performance. Ne? Ich glaube, die ist gleich hinter sich. Jetzt noch diese Bodenexplosion von Bombette. Powerbombe. Was muss ich machen? Ah, okay. Und. Wham! Geiler Kampf! Kann man nicht meckern. Okay, so mache ich den jetzt in Zukunft immer. Ein bisschen die Münzen einsammeln. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Genug, da brauchen wir die jetzt nicht auch noch. So. Der Baum von Don Raphael. Ich glaube, ich muss dann wieder zwischendrin einen Schnitt machen. Ohne Speichern. Hier speichere ich jetzt nicht. Keine Lust. Ich hasse dieses blöde Treppensteigen. Die Musik ist cool. Hier darf man, oder sollte man nicht gleich hier rein, sondern ein bisschen weiter. Da ist hier ein Herzchenleinorden. Auch sehr,
praktisch, der Orden. Wenn man den anlegt, regenerieren sich die KP im Kampf langsam wieder. Jede Runde circa ein KP. Also mit circa meine ich, manchmal kriegt man jede Runde. Manchmal kriegt man in einer Runde, am Anfang einer Runde, ein KP dazu. Manchmal. Nicht immer. Scheiß auf Trockenpilz. Da ist er, Don Raphael. Mit seinen... Wow. Ach du Scheiße. Mit seinen coolen Rabenhelfern. Er ist nicht der netteste Chef. Aber er hat eine eiserne Hand, beziehungsweise einen eisernen Fuß. Juhu. Auf geht's. Atomkrieg. Wusch, Mario kommt auch noch hinzu. Boing. Hier komme ich nur vorbei, Don Raphael. Bitte hilf mir. Dankeschön. Bitte. Okay. Von wegen, das schaffe ich noch mit dem Speichern. Ich habe ja noch ein paar Minuten Zeit. Jetzt müssen wir erstmal so eine Seilbahn bauen. Eine coole Seilbahn, die automatisch wieder zurückfährt. Und dann kriege ich noch das saugeile Thema, was ich in Teil 36 schon erwähnt habe. In der Info. Ah, Colorado. Haribo Colorado kommt auch wieder. Na, Thomas Gottschalk, was wollen wir denn hier? Ja, einer muss da oben bleiben. Und immer wieder diese Seilbahn nach oben ziehen. Das arme Schwein. Ich sage, er ist nicht der beste Arbeitgeber. Genau, der Ultrastein. Er bewirkt, dass man jetzt jedes Teammitglied zweimal aufrüsten kann. Mit diesen Powerblöcken. Der Hammer. Das ist ja mega geil. Da ist er, der arme kleine Rabe, wo jetzt immer wieder hochziehen muss, den Korb. Okay, komm, Leute, komm. Wie geht's mit dem KP? Oh, die BP müssten aufgefrischt werden. Na komm. Ja, nee, ist klar. Komm, mach hin. Jetzt sind wir gleich im Vulkan. Gut. Oh, die Musik. Jetzt sind wir gleich vorgewarnt. Alarm, Alarm! Beziehungsweise der Endgegner wird vorgewarnt vor uns. Hier drin kriege ich mal auch unseren dritten Levelhammer. Unseren dreileverigen Hammer. Dreileverig, blöd. Und ich mache jetzt mal einfach mal einen Schnitt, sonst wird es hier doch ein bisschen zu lang. Also, bis zum nächsten Teil, den hänge ich gleich noch hinten dran. Tschüssi!